glaube, das hier war es, Leute. Also die Bauer irgendwie. Ja, da habe ich eben schon mal reingeskippt, genau. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich Das ist finde es so richtig ein wild. geschlossenporiger Schaum. Ich Wir finde es putzen. richtig krass. Die haben es richtig, richtig crazy. Die haben was wirklich Wildes, Wildes gebaut. Check mal ganz was aus. Achtung. Natürlich, wenn man gegessen hat, muss man dann leider anschließend auch manchmal spülen. Platzprobleme haben wir hier definitiv nicht. So. Servus ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video bei Vans of Germany. Mein Name ist Dominik von Freundship. Rechts neben mir ist die Lima und links neben mir ist der Mike. Und hier unten drunter, das ist der Poncho. Also eigentlich heißt der Perfekt. Pancho, da guckt er nochmal. Also eigentlich heißt der Pancho, ich finde nur Poncho irgendwie ganz witzig. Absolut funny. Wegen Regenponcho und so, ne? Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ist ein guter Joke, den fühle ich, ja. Den verstehe ich und lache ich. Haben die drei einen sehr, sehr fetten Checkwe. Van mitgebracht. Der steht im Hintergrund und ich übergebe jetzt einfach die Kamera und das Mikrofon an den Die haben Mike was und an die richtig, richtig Lima krass und gebaut. ich hoffe, ihr werdet uns Wirklich. mal einen kleinen Einblick in die Karre geben, Also oder? wirklich insane, Digga. Klein. Ja, in kleinen, großen. Egal. Wird gut. Viel Freude beim Schauen, Leute. Bis später. Ja, dann erzählen wir euch jetzt mal was zum Van. Das ist ein Peugeot Boxer von 2011, dem 2,2 Liter Motor, 120 PS. Ist eine kleine Leistungssteigerung drin. Das ist noch ein Schaut euch mal dieses Auto an, Digga, diesen Van. Das ist ein Peugeot, wie gesagt, 150 PS. Eins in den Chat, wenn ihr das Ding fühlt. Ich finde es so krass, weil es halt erstmal geil lackiert ist so. Einzige, was mir fehlen würde, ich würde immer sofort mit einem Dachzelt gehen, weil ich der Meinung bin, nochmal einen zusätzlichen Schlafplatz im Dachzelt zu haben, ist einfach geil. Da hat man die Möglichkeit, halt zu dritt oder zu viert sogar zu reisen, finde ich ganz nice eigentlich. Ungefähr so bei 150, 155 PS. Länge ist L4, Höhe ist H2. Ist schon genügend Platz vorhanden. Sieht so schön aus, das Auto. Breite, ja, was haben wir hinten? Beim Bett haben wir irgendwie so 1,83 irgendwie. Digga, mein Mercedes, den ich fahre, der ist einfach 1,98, Digga. Also dieses Auto ist schmaler als mein Mercedes. Wie hoch war der jetzt? Schon genügend Platz vorhanden. Ist halt 6,36 Meter lang. Mhm. Breite, ja, was haben wir hinten? Beim Bett haben wir drin, das sind ungefähr so bei 150, 155 PS. Wir Länge wissen, ist L4, Höhe ist H2. H2, was heißt das? H2 Höhe, was heißt das? Was ist H2 Höhe? Was ist das genau? Was heißt H2, also genau 2 Meter oder wie heißt es? Ist schon genügend Platz vorhanden. 2 Meter, kommt man in jedes Parkhaus mit rein eigentlich, oder? 6,36 Meter lang, Breite. Ja, was haben wir hinten? Beim Bett haben wir irgendwie so zwei Meter, naja, ja. Irgendwie kann man schon ordentlich quer drin liegen. Was ist das für eine kranke Farbe da drauf? Das ist so, so geil. Grau-grün. So geil einfach. Sieht so schön aus. Und kann der mir einfach so ein Van bitte bauen, Digga, wirklich. Ich will Dachzelt dabei noch haben, finde ich baba. Hinten ist halt ganz normal das Raptor schwarz. Das ja. heißt, das ist auch ein, das ist ein Raptor-Lack hier, ne? Das sieht man jetzt auf dem Bild oder auf der Kamera. Ist auch so geil, wenn das so angeraut ist. Ja. Das ist auch geraptert, weil man kann es auch in glatt machen. Und ja, das ist halt ein Aufkleber. Das ist natürlich nicht lackiert und nicht geraptert. Die Leiter ist pulverbeschichtet, die ist nicht geraptert. Ich habe hier einfach Grip-Tape drauf gemacht, dass man einfach einen vernünftigen Halthalter auch hat. Die Reifen sind ein bisschen klein, wa? Um hochzukommen. Was wir sonst außen noch verändert haben, sind halt hier die Seitenmarkierungsleuchten, die haben wir halt auf LED gemacht. Das passt halt einfach ein bisschen besser zum Auto. Ansonsten die, klar, BF Goodrich rauf, die eigentlich noch ein bisschen zu klein sind, da können noch mal größere rauf. Mhm, so, auf schön auf 22 Zoll, Digga. Aber Offroad-Reifen halt natürlich sau wichtig und geil. Sieht immer richtig, richtig schön aus. Ja, sieht aber auch schon männlich aus damit, ne? Ansonsten, klar, oben, Max-Jacks, wenn man sich mal irgendwo festfährt, haben wir jetzt schon 2-3 Mal geschafft. Und das sind die Dinger hier, wenn man irgendwie im Schlamm oder im Schnee steckt oder so, finde ich ganz nice. Chromfelgen auf Safe-Chat. Und sind damit auch immer wieder glücklicherweise rausgekommen. Ja, stark. Die Leiter, die führt irgendwie nach oben aufs Dach, nehme ich an, ne? Die führt irgendwie nach oben aufs Dach. Wollen wir da mal kurz drauf gehen, bevor wir nach innen gehen? Können wir gerne machen. Das ist schon so krank. So krank, wie das hier oben einfach ja, mal nochmal so. Haben wir hier oben. Wir haben ja, etwas kleine Terrasse. Hey, ich kenne den Marc, zusammen Ausbildungsmechatroniker gemacht, haha, hier in Düsseldorf. Anko-Boss als Optiker, du kennst den, Bro. Ihn hier mit dem Bart, oder wie? Ja, Digga, hit him up so, sag ihm, Bro, Revi will ein Van. ich kann sowas halt selber gar nicht bauen, was? Also ich habe ja gar keine Fähigkeiten so. Aber eine Dachterrasse on top und sowas. Also ich, ganz ehrlich, Digga, da würde ich schon richtig Fettkohle reinstecken, ne? So einen schönen Sprinter umbauen mit maximaler Motorisierung, oben Dachzelt nochmal drauf, Digga. Das wäre wirklich ein wildes Projekt und ich würde das ganze Zeit begleiten. Ich habe das auch verschiedenen Partnern, Vodafone und sowas, Red Bull, die kriegen jetzt auch nochmal einen Pitch von mir dafür. Ich habe nächstes Jahr ein ganz, ganz großes und wildes Projekt tatsächlich, wo ich was machen möchte. Seid mal gespannt, das hat auf jeden Fall damit ein bisschen zu tun. Das wird auch nochmal Streaming und Videocontent komplett ändern.
Aber Digga, ich gehe mal Squatstream raus. Was soll denn das hier, Alter? Wird wild, wird wild. Wie groß ist das? Warte mal, das müssen wir jetzt mal checken. Also ungefähr hier ist ein Meter. Zwei, drei. Ja, so. So bei 3,20. Das Solarpanel vorne ist ziemlich genau ein Meter breit. Gibt es, wisst ihr das zufällig? Gibt es, es gibt doch faltbare Solarpanels. Das habe ich schon mal gesehen. Das sind so Solar, ja nicht Decken, aber so faltbare Solarteile, so Klappdinger, die man quasi halt, die man halt quasi so Dings auflegen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also die breitet man quasi aus wie so eine Decke. Die faltet man so zusammen. Wäre doch eigentlich, wenn man irgendwo steht, auch nochmal zusätzlich zu einem fest verbauten Solarpanel, eine ganz geile Möglichkeit. Also, ne? Klar, ist die Leistung nicht so krass wie bei einem fest verbauten Solarpanel, aber zusätzlich, um Lithium-Ionen-Batterien halt zu speisen, so warum nicht, ne? Keine Ahnung, also mir würde es, wie gesagt, taugen, oben ein Dachzelt drauf zu machen. Finde ich halt einfach praktisch, weil man da deutlich mehr, da hast du nochmal einen richtig kompletten Schlafplatz und kannst ja den Platz unten eventuell anders irgendwie nutzen, ne? Ich erzähle euch gleich mal von meinem genauen Plan, was ich vorhab. Ist halt ein 310 Watt Solarpanel. Krass. Und vorher hatten wir mal irgendwie mal ausgemessen, dass es 4,20 Meter waren. Und klar, wenn man das da abzieht, sind wir irgendwie bei 3,20 Meter. Wenn man so, die Kisten jetzt noch abzieht, so ein krasses Ding, dass die das selber gebaut haben, Mann. Ich finde das so insane, weil das sieht, guck mal, das sieht so professionell aus, Digga. Mach daraus ein Business, Mann. Maximal. Ja, ja, genau. Haben wir hier irgendwie so 2,70 Meter an reiner Liegefläche. Crazy. Hammer gut. Und dieses, das, was ist das hier für ein Material? Das ist so ein geschlossenporiger Schaum, den man halt in verschiedensten Farbvarianten zusammenwählen kann. Krank, krank. Unten drunter ist jetzt hier das Schwarz gewählt und oben drauf ist es Chocolate von der Farbrichtung Digga. Her. Ja. Und wie man da hinten an den Logos sieht und da hinten an den... Lojo, schreib mir bitte auf Twitter einfach. Sieht man natürlich auch... So geil, Alter, dass das nochmal so eingraviert ist, ne? Auch, dass man per Fräse. CNC halt Logos ja, CNC-Fräse, ja. reinfräsen kann. Hammer, ihr habt hier einfach einen Drohnenplatz, oder was? Ja. So geil. In den Kisten. Daher, dass sie ja wasserdicht sind, haben wir jetzt hier, klar sieht jetzt nicht so schön aus, ist halt die Feuerschale von Fennec drin und der Grillaufsatz. So wild, Leute, so hier wild, auf der Mann. Seite liegt halt, klar, zum Wasserauffüllen der Schlauch drin, weil ja immer ein bisschen Wasserreste drin sind, die will ich natürlich nicht im Auto haben. Ich muss euch danach meine Frage stellen, Leute. Oder ich frag jetzt schon mal, ihr könnt ja schon mal ein bisschen im Chat diskutieren. Glaubt ihr, die Möglichkeit bestünde, einen Gaming-Rechner, sag ich mal, in so ein Fahrzeug zu verbauen? Oder halt eher doch mit einem festen Laptop zu arbeiten? Weil so ein Rechner müsste halt gefedert sein. Das würde heißen, dass der halt nicht kaputt geht durch die Festplatten und sowas. Die dürfen halt natürlich mit dem Schreiben und sowas, muss man halt aufpassen. Off the grid ist der Stromverbrauch halt da ein riesiges Ding. Ne? Also man müsste halt wahrscheinlich unten die Garage, die man hat, irgendwie komplett mit Akkus vollknallen, mit Lithium-Ionen-Akkus. Es gibt ja überall E-Tanken. Ne? So, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt nächstes Jahr einen Skandinavien-Trip machen, dann könnte man in der Theorie halt überall damit tanken. Wisst ihr, was ich meine? Also halt an einer E-Tanke. Immer das Auto aufladen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich brauche das Ding halt wirklich nicht. Weißt du, also der Plan ist riesig groß, ich erkläre euch das gleich mal genau. Aber ihr sagt schon mal, das geht. Okay, okay, okay. Und normalerweise auch die... Ja, also ich will halt off the grid. Also ich möchte schon, sag ich mal, wenn ich würde halt gern streamen wollen, sag ich mal. Und würde das gerne verbinden damit. Aber ich erzähle euch gleich mal genau. Kabeltrommel, aber daher, dass ich sie jetzt noch ein paar Mal gebraucht habe, liegt sie momentan hinten im Auto. Der Typ, der das filmt, ja sagen, er hat selber einen PC verbaut im Dings. Gibt's von ihm auch ein Video? Im Hintergrund seht ihr den Krankenwagen und der ist ja quasi... Bro, was für ein wildes Auto, dieser mattschwarze Lack. Maschallah, Digga, Bruder. Ballert mal Link rein, Digga. Das Dach voller Solar, das heißt, drauf chillen ist nicht mehr möglich. Kann man sich schon drauflegen, ist nur heiß, ne? Es ist ja schon echt fett. Da bin ich, also muss ich meinen vollen Neid anerkennen. Es sieht sehr, sehr gemütlich aus hier oben. Wir haben auch heute Morgen schon hier drauf gechillt und die Sonne genossen. Es war schon echt mega. Ja, ich habe so einen wilden Plan. Los.
wir haben bei beiden Sitzen eine Drehkonsole verbaut, damit wir auch einfach, weil wir uns gegen eine Sitzecke entschieden haben, um mehr Platz im Van zu haben, haben wir die drehbar gemacht, sodass man hier auch ganz gemütlich frühstücken und Abendessen kann. Ich bin gerade im Kopf, bin ich gerade die ganze Zeit am Überlegen. Also wisst ihr was, die Frage ist ja, also ich fände es halt zum Beispiel sau funny, wenn man hier so einen Stuhl fest verbauen würde als Sitzplatz mit einem Anschnallgurt, dass man da auch sich draufsetzen kann. Geht das erstmal? Wird das der TÜV zulassen? Ja, nein? Dazu Antwort in Chat. Ich zeige euch gleich mal ganz kurz. Digga, was ist denn mit ihm hier? Muss ich mal wegbannen hier, Alter. Big Mac 3 Wochen, weg mit ihm. Spammt hier gerade die ganze Zeit zu. Dankeschön. Ich hab eine verrückte Idee. Ich male euch gleich mal ganz kurz auf, was ich vorhab, ja? Ohne die Rollen, ja, so fest montiert. Aber ist egal. Lasst jetzt erstmal das Video gucken, dann zeige ich euch gleich mal, was ich vorhab. Und dann haben wir hier auch den Tisch verbaut, damit man halt auch wirklich gemütlich essen kann. Kann man hier einmal sitzen und der andere dann logischerweise hier. Generell ist das hier unsere Küchenzeile. Natürlich, wenn man gegessen hat, muss man dann leider anschließend auch manchmal spülen. Deshalb haben wir hier unsere Spüle verbaut. Hier die selbstklebenden Fliesen, damit es auch ein bisschen mehr Küchenflair hat. So hochwertig aus, ne? Zudem kommt auch noch, dass sie relativ pflegeleicht sind, weil man die ganz einfach abwischen kann, wenn irgendwie mal was spritzt. Ja, verbaut ist hier noch eine handelsübliche Armatur. Keine Camping-Armatur, weil die sehen einfach nicht so schön aus. Hier ist ein Druckwassersystem mit 150 Litern. Okay. Und, das darf man ja auch nicht vergessen. Man hat ja Abwassertank im besten Falle, beziehungsweise wahrscheinlich sogar im besten Falle kein Abwassertank, weil man dann halt einfach so Shampoo benutzt, irgendwie was biologisch abbaubar ist, eine Kompostiertoilette wahrscheinlich. Dann aber trotzdem halt ein Wassertank, 150 Liter sagt der gerade, der muss rein. Die Batterien muss rein. HyperX versus Red Bull. Ja, ich habe Vodafone und Red Bull im Hinterkopf und HyperX auch, Leute. Ich zeige euch gleich mal, was ich vorhabe. Ihr werdet sagen, es geht gar nicht und es ist unmöglich, aber wir schauen mal. Das Warmduscher-Kit von Tiger Expert drin, um halt auch warm Wasser zu haben. Ist die große Heizung drin, die 4 kW? Viele werden jetzt sagen von wegen, die brauchst du nicht bei dem kleinen Auto, aber wer eventuell mal vorhat, im Winter wegzufahren bei minus 11 Grad oder auch minus 20 Grad, Krankenwagen. Da ist die große schon besser, weil sonst läuft die kleine die ganze Zeit Vollgas. Das ist ganz schön laut auch da. Ja, wobei auch kleines Auto ist ja relativ, ne? Ich meine, L4 ist ja jetzt auch nicht mehr klein. Nee, danke, Elite. Ist so ein Mittelding, man kann beides nehmen. Ja. Kommt drauf an, wie man halt wegfahren will. Wollt ihr mich mal da reinlassen? Ja, klar. Glaubst du, der Typ hat das Sex mit der Frau? Ich nehme an, die sind ein Paar. Wahrscheinlich schon, wa? In die Bar? Sieht aus wie so eine Bar. Ich hätte gern ein Bier und eine Currywurst mit Pommes. Das ist eine Überlegung. Diese Pancho will auch was trinken. Genau, also Pancho hat ja natürlich auch seinen Bereich hier. Das ist so geil. Imagine, Alter, Arcani hat so einen fest eingebauten Napf, Digga. Voll geil. Und wenn man mal scheißen muss, kann man einfach reinmachen. So wild. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wir hatten immer die Angewohnheit, wenn das normal da stand, dass es halt immer gerne mal umkippt. Aber so ist das Problem gelöst. Kann man auch während der Fahrt ein bisschen was drin lassen. Kann man auch Müsli draus essen, wenn man auf Boden sitzt, ne? Ja. Ist jetzt gerade leer, genau. Gerade hat er sein Trinken draußen. Genau. Überall hier das Logo auch integriert, ne? Das sieht schon sau cool aus. Ja, das krass. Hier, werden sich jetzt sehr wahrscheinlich viele fragen, ist nicht die Hundehütte. Das ist ein bisschen klein, eine Katze würden wir da vielleicht reinkriegen. Mhm. Wie man hier sieht, da liegt ein Gabel drin, da kommt noch ein Subwoofer rein für vorne für die Musik. Auf Knacks, Digga, ein Subwoofer noch dazu natürlich. Musikanlage, wo noch eine Endstufe auch zwischenkommt, dass wir vorne die Boxen auch darüber haben, ja, um einfach mal ein bisschen besseren Sound zu haben. Wild, wir haben hier vorne im Eingangsbereich einen einzigen Lichtschalter für das hier oben. Mhm. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das andere Licht an? Mit den schönen Modulen, wir haben uns hier entschieden. Auf Smart Home Flex, Digga. 2 Lampen jeweils im Spül- und Kochbereich zu einfach machen. Und ansonsten... Ich fühle ja auch hier diesen durchgehenden, ne, diese durchgehende Geschichte. Mann, ich habe so eine dumme Vorstellung in meinem Kopf, das wird niemals aufgehen. Safe, wenn sie das Video hier sehen oder sowas und die ich einfach mal drauf losmale, wenn die sagen, Digga, du bist zurückgeblieben, das kannst du niemals machen. Haben wir, wie man hier sieht, noch in der Dusche, nochmal diese 2 Lampen hinten am Bett und die LED-Stripes hinten am Bett. Und die könnt ihr dann einfach mit der App und per WLAN quasi steuern? Genau. Braucht dafür aber ein eigenes WLAN-Netz. Genau. Da haben wir halt so einen kleinen TP-Link-Router hier reingemacht mit einer SIM-Karte drin. Ja. Ideal ist es natürlich, eine Zweitkarte von seinem Vertrag reinzumachen, wenn man viel Datenvolumen hat, weil dann kann man direkt das WLAN vom Auto natürlich weiter nutzen. Für das iPad, wenn man Netflix schaut oder sowas. Hauen wir alles an. Genau, hauen wir alles raus, was geht. Die geht halt hier über so ein... Ah, über Batterie, okay. Genau, ja. Batterie, genauso wie der Hirschkopf hier auch.
Damit die Schubladen zubleiben, sind halt hier so Lederriemen dran. Weil die ist leider immer aufgegangen, alle anderen sind zugeblieben. Hier ist halt so, klar, Besteck drin, das Nötigste, was man braucht. Hier halt ja, so einen kleinen Brenner, um mal einen Grill anzumachen. Das hier ist so eine extra Pumpe, um die Weinflaschen wieder zu verschließen. Ganz wild. Was haben wir hier unten noch? Hier haben wir noch mal ein bisschen Besteck. Ja, also wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir jede Menge Schränke, also Platz. Ist auch so geil hier mit diesem was ist das, so Filz, glaube ich. Ne? Ist auch ziemlich geil, schön für die Wärmedämmung, aber auch von der Akustik her sehr, 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 sehr nice. Probleme haben wir hier definitiv nicht. Hier zum Beispiel ganz entspannt Gläser, Teller, Tassen, ein paar Brettchen. Und hier sind ja relativ spärlich. Ich meine, meistens grillen wir, wenn das Wetter es zulässt, genau. Ja, von daher brauchen wir nicht mehr als zwei Töpfe und eine Pfanne. So eine Anti-Rutschmatte und das bewirkt, genau, dass das quasi nicht hin und her, genau, schlottert. Stark. Also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Geräusche während des Fahrens. Das macht den Herr hier kirre während der Fahrt. Minimal. Darum versuchen wir möglichst alles anti-rutschfest zu machen. Na, man muss halt. Das ist ja auch cool gemacht hier. Ja, dann haben wir hier. Um nochmal auf das Platzproblem zurückzukommen, hier passt ja auch wirklich alles rein, ne? Also ist ja so, da ist ja wirklich alles drin. Schublade mit den, ja, so üblichen Sachen, was man dabei hat. Kartoffeln sind mittlerweile Nutella, fast raus, ganz wichtig, aber, Digga, ne? Ja, bringen ja wir zum Glück gleich René und Pauline neue mit. Hier haben wir auch so diese handelsüblichen Pushlock-Knöpfe, heißen die, glaube ich. Ja. Aus dem, klar, Campingbereich. Ich gebe mal kurz ein bisschen vor, das ist jetzt... der Fahrt auf. Klar. Das finde ich halt alles interessant, aber das ist jetzt erstmal für mich gar nicht so relevant. Ich habe ganz andere Vorstellungen. Lackieren mit allem. Mega. Erste Kurve, alles ausgeräumt. Ne, die halten halt zu. So ein großes Auto mit so viel Pappelholz gemacht, damit es einfach ein bisschen leichter. Was ich ziemlich stark finde, diese ganzen Möbel hier, die sind, also ich habe zum Beispiel im Krankenwagen hier diese beschichteten Multiplex. Wir gehen nochmal weiter. Alles komplett gefilzt, auch vorne den ganzen. Das ist jetzt nochmal interessant. Oh, sieht auch geil aus, ne, wenn das alles in diesem schönen Filzstoff ist. Kann man auch direkt so Post-its reinmachen mäßig. Gut gefilzt, die A-Säulen. Die Türen sind alle gefilzt, also... Das ist wie wenn ich in den Club gehe, wo es einmal komplett durchgefilzt, Pepega. Wir haben bei dem Filz vom Bus von 18 Quadratmeter Filz hier drin verbaut. Boah, krank. Zurück zum Platzproblem. Genau, zurück zum Platzproblem. Wir waren ja noch bei der Schublade hier, da ist jetzt halt klar so ein bisschen Elektrokram drin, weil wir sie sonst einfach nicht voll bekommen. Sind halt so die nötigsten Kabel, die man braucht für Kamera zum Laden. iPad, hier ist halt so eine praktische Lampe, die, wenn man mal Anti-Mücken. Ein Mückenproblem hat. Kann die was? Die kann was, da sind sogar. Könnt ihr die empfehlen, ja? Warte, ja, da sind sogar Mücken drin. Alles klar. Und du kannst halt draußen, wenn du abends sitzt, kannst du halt noch Licht in 3 Stufen machen. Ja, cool. Finde die eigentlich nicht schlecht. Ja, dann haben wir hier noch. Voll nice. Unter dem Backofen. So, ein Backofen ist drin, guck mal. Klar, hier einmal Mülleimer. Der Pizza auf Knacks. Genau da rein. Der Mülleimer von Ikea, das ist ganz geil. Mal hier klar noch Brettchen. Heißt Freundship und der baut dir sogar einen Wohnmobil. Ja, wahrscheinlich macht er das, Digga. Der ist jetzt schon ganz heiß, ne? Und irgendwie so eine Abtropfwanne zum Spülen. Eine andere Kunststoffschüssel noch zum Aufklappen. Und halt die Bleche vom Ofen, weil wenn die da drin liegen, dann machen die ordentlich Krach. Hier haben wir einen Ausströmer für die Heizung, also von der Heizung. Dass es halt hier vorne auch was wärmer wird. Dann haben wir hinter der Lima noch einen über Panchos-Kiste. Er liegt ja auch ganz demonstrativ. Ach, wie chillig, hier hat auch so einen kleinen und Bereich. Akani würde niemals da reingehen. Der würde immer ins Bett laufen, der Hurensohn. Der Dusche. Ja, wo wir gerade beim Thema Dusche sind. Die darf bei uns auch nicht fehlen. So, einmal hereinspaziert. Die Dusche ist jetzt größer ausgefallen als beim ersten Ausbau, weil wir einfach gesagt haben, nach einer Weile ist das Klo einfach ein bisschen schwerer. Und dann kann ich das zum Beispiel nicht mehr rausheben. Das ist halt voll viel Kack dann einfach, ne? Darum lassen wir das jetzt einfach beim Duschen drin stehen. Wir haben 150 Liter, hat der Maike eben schon gesagt. Und ja, das Wasser fließt einfach raus, deshalb immer nur Bio-Shampoo. Und ja, was... Eine Schiebetür wäre angemessener. Ja, verstehe ich. Spart Platz, definitiv. Bei uns, beziehungsweise... Du kannst duschen und scheißen gleichzeitig. Das ist der Vibe, Digga. Kann man in der normalen Dusche übrigens auch, sollte man nur nicht tun. Was also bei mir nicht fehlen darf, ist der gute alte Bademantel. Also kann ich nur empfehlen. Auf Tanzer wurde angelehnt. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man frisch geduscht rauskommt und dann in sein Bademantel schlüpft. Vanlife macht natürlich auch hungrig. Deshalb haben wir hier einen 230 Volt Kühlschrank verbaut mit einem separaten Eisfach. Oh, Digga. Das ist natürlich geil. Da kann man sich auch mal ein paar Pizzen reinknallen, ne? Das ist kein Wohnwagen, kein Wohnmobil. Das ist ein Van. Also, das ist das Ding, Leute.
Also, ich sehe mich nicht in einem Wohnmobil, wa? Wahrscheinlich werdet ihr gleich sagen, wenn ich meinen Plan vorstelle, Digga, los, du brauchst ein Wohnmobil. Aber ich sehe mich immer noch in einem Mercedes Sprinter XXL. Sagen wir mal so. Oder halt auch in einem Peugeot, ist ja auch scheißegal, was für ein Fabrikat. Hauptsache solide und gute Chassis und alles, ne? Aber ich meine, Corona... Wichtig für alle, Duplos gehören ins Gefrierfach. Ist genauso so. Wie Kinderriegel und Kinderschokobons auch. Kondome übrigens auch ins Gefrierfach, ne? Genau, also, ne, man ist nicht... Tiny House bringt ja nichts, ich will ja rumfahren. Nicht man selbst, wenn man hungrig ist. Ja, und dann hier halt ganz normal Kühlschrank, da ist, glaube ich, aktuell sehr so viel Gerätzeug. So wild, dass selber gebaut und, haben. So viel Platz noch drin, für drei Personen für reicht das vollkommen, Digga. Dann haben wir hier noch das Gewürzregal und einen Wein. Da sollten natürlich dann die Ankerkraut-Gewürze stehen. Im besten Falle mit dem Code Revinzeit, der bald kommt. Weil zu Vino sagen wir Nino. Und ja, dann noch direkt nach dem Aufstehen kann man eigentlich direkt aus dem Bett bedienen. Die gute alte Nespresso-Maschine. Dann haben wir hier... Ich wäre so behindert, ich würde mir da einen Vollautomaten reinknallen oder so einen Siebträger, ne? Noch. Eigentlich auch scheiße. Nee, eigentlich nicht. Ich würde mir eine Bialetti holen. Ein kleines verstecktes Gadget. Das war Steckdosen, ne? Steckdose, ja. Geil. Und ja, USB-Ladeanschluss, damit man es einfach noch rausholen kann, wenn man es wirklich auch benötigt. So, dann haben wir noch hier unsere kleine Schaltanlage. Einmal hier oben ist Wasser. Da hört man auch immer, wenn man es anschaltet. Vielleicht hört man das jetzt auch. Ah, okay, ja, war gut. Jetzt nicht so. Und hier unten macht man halt den Boiler an, weil ich meine, wer duscht schon gerne kalt. Darum machen wir macht dann immer, Sinn, wenn wir Sinn. Wissen, okay, wir wollen gleich duschen, machen wir es halt kurz vorher an, weil der kann 10 Liter Wasser aufheizen auf 80 Grad. Und dann ist das Duschen auch ein bisschen angenehmer. Dann haben wir hier noch unsere Anzeige, wie viel Wasser wir gerade noch haben. Ja, wie ihr seht, wir können morgen nochmal ordentlich auf die Kacke hauen. Wir haben noch ordentlich Wasser an Bord. Also von daher brauchen wir uns da auch keine Sorgen machen, dass wir nur kurz duschen müssen. Sehr schön, sehr schön. Und hier sehen wir noch den aktuellen Verbrauch und können dann halt schauen, wie voll unsere Batterie noch ist. Und hier haben wir unser ganz kleines quasi King-Size-Bett. 1,60 auf 1,83. Wir haben Glück, dass wir beide nicht die längsten Menschen dieser Welt sind. Boah, das wäre mir zu klein. Ich bin ja selber schon 1,86. Oder 1,84, ich habe keine Ahnung, Digga. Da würde ich auf jeden Fall mit den Füßen immer gegenkommen. Und ich hätte richtig Angst, also das macht man natürlich, weil es sinnig ist. Aber ich würde mir immer den Kopf hier anstößen bei diesen Schranken, Digga. Also da würde ich einfach, Digga, ich würde einfach tot sein. Ich würde aufstehen, imagine, da steht ein Nagel raus, also ich bin tot. Und ja, auf entspannter verbaumeln lassen, Jesse, sagst du, ne? Ihr seht, es ist auch relativ hoch. Das heißt, ein bisschen sportliche Aktivität ist sieht aber anders bequem aus, ja, stimmt schon. Ich versuche das jetzt mal schön zu machen. So, ja, also da kann man sehr gut nächtigen, teilweise sogar besser als zu Hause, weil es hat einfach so ein bisschen was von Urlaubsfeeling. Und ja, hier aber sieht super cozy aus. Wir machen mal lieber, das ist meine Seite, die ist immer ein bisschen unordentlich. Dann haben wir hier die Seite von Mike. Ist jetzt aktuell nicht stabile Klamotten. So viel drin. So viel drin. Klar, ganz wichtig. Also wie gesagt, ist halt, ja. Sehr viel Platz da. Sieht so bequem aus, ne? Zu viele Klamotten mit, aber wer kennt dieses Problem nicht? Off-White, alles drin, dies, das Sneaker-Regal, Digga. Dann haben wir hier hinten noch eine Logitech-Anlage verbaut. Oh, wild. Damit wir einfach, wenn wir Netflix... Ich finde, das sind so kleine Details. Schaut mal, wisst ihr, was ich meine? Dass halt hier die Box steht und dass dann hier dieses Brett ist und dass das auch nochmal befilzt. Das finde ich einfach schön. Da steht kein Kabel oder so raus, sieht alles sehr hochwertig. Passform außen, ist alles halt self-made, ne? Netflix und Chill machen. Wozu wir auch hier gerne diesen Bildschirm... Da kannst kein Doggy machen. Gut, Bro, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Prämisse ist, zu sagen, ich kann diesen Van nicht fahren, ich kann hier kein Doggy machen. Das sehe ich an der Stelle jetzt nicht so als Problem. Können benutzen. Auch noch einfach einen besseren Sound haben. So, ich übernehme das hier mal kurz. Hier ist nämlich süß. Das Reich von Pancho. Der richtiger Kani. Liegt hier und schnarcht. Und hier steht's auch, Dogs only. Aber ich... Ja gut, wer soll denn da sonst reinlaufen, ne? Ich glaube, Pancho lässt den Paul zum Beispiel nicht da rein. Ist das cool. Ist auf jeden Fall hier die Hundegarage, ne? Gut, dann sind wir hier drin jetzt auch fertig. Lass uns doch einfach mal rausgehen und dann schauen wir uns mal hinten die Garage an. Was wir da noch so Schönes haben. Let's fetz! Jetzt gleich kommt's, Digga. In der Garage ist einfach... Geht's in den Keller. Ja, Pancho kommt auch mit, guck mal. Auch nochmal viel Stauraum, ne? Viel Stauraum da hinten. Genau so gebaut, dass unsere zwei Stühle und unser Tisch reinpasst. Mhm. Dann haben wir hier auf der Seite den Wassertank. Gesagte Kabeltrommel, die nochmal. Da ist auch nochmal viel Platz. Das hätte man auch noch irgendwie nutzen können, sicherlich. Ne?
Das ist aber auch alles sehr ordentlich hier gemacht mit dem Transmitter, was auch immer. Oben muss, da steht das Sabo von der Logitech-Anlage und die schlafen unten und der Hund im Bett. I doubt it, Digga. Die ganzen Elektrik-Sachen drin verbaut, wo auch die Batterie hinter ist. Und hier der kleine Gaskasten. Ja, man könnte den Platz noch nutzen, aber was soll man noch alles mitnehmen? Dann muss ich ja einen LKW-Führerschein machen. Genau, hier haben wir unsere ganz kleine Schublade. Klar, hier ein bisschen Feuer. Wild, Digga, da sind Longboards drin. Sehr wichtig, Alter. Holz am Start, Drohne ist am Start, zwei Longboards, der muss wieder noch nach oben aufs Dach. Getränke, hier ist halt so eine Kiste, wo so das nötigste Werkzeug Kasten drin Ötti. Ist. Stativ, ganz wichtig. Kamera, immer noch massig Platz. Kann immer noch mal Lima drin schlafen. Genau, ist das euer Gästezimmer? Genau, also für blinde Passagiere, die können dann gerne hier rein oder wenn ich... Perfekt für Entführungen auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halt mal irgendwie nicht so nett zum Mike war, dann muss ich... Hört auf, die zu haten, weil die Oettinger trinken. Dran glauben. Okay. Hätte ich auch noch, die jetzt auch kaum genutzt ist, wo halt so klar Grillkohle drin liegt, normalerweise die Auffahrkeile, aber Platz, da stehen wir gerade drauf. Hinter dieser Wand ist Heizung und Boiler verbaut und die Pumpe. Okay, ihr beiden, also ich muss sagen... Das sind doch Einbauschränke, Digga. Hut ab, ich find's richtig schön, mir gefällt der Van richtig. Geisteskrankes Ding, Leute, wirklich ganz, 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 ganz wild. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, haben sie echt krass hinbekommen. Jetzt wird's ein bisschen lost, Leute. Also passt mal auf. Ich hab mir Folgendes überlegt. Ja, so. Jetzt wird's richtig dumm. Ihr werdet mich jetzt hassen. Also, das ist jetzt quasi hier ein Mercedes Sprinter, ja? So. Lass uns kurz reden. Also, imagine, Leute. Imagine, wir haben quasi den Van, ja? So, ich mache jetzt erstmal hier hinten Folgendes. Ein Bett, und zwar das hier. Scheiße. Das hier kommt einmal komplett weg. Das wird wegradiert. So, das brauchen wir nicht, ja? So, das kommt weg. Warum, erkläre ich euch gleich. So. Ich möchte Folgendes von euch wissen. Haltet ihr meinen Plan für realistisch oder nicht? So. Wir haben jetzt hier auch keine genauen Maße, aber es ist ein Mercedes-Sprinter, ja? So. Also, wir haben hier Küche, eine Sitzbank. So, jetzt möchte ich von euch wissen... Wir haben hier noch die Möglichkeit, obendrauf wäre theoretisch ein Dachzelt. Das stelle ich mir jetzt einfach mal vor. Ja. Also imagine, hier ist noch eine Etage mit zwei Betten, ein Dachzelt einfach ausfahrbar elektrisch. Obendrauf könnte man in der Tat noch drin pennen. Wäre sogar mein favorite place zum Schlafen. Fände ich ganz geil. So, wir haben hier ein Bett. Ich bräuchte in der Tat eigentlich sogar vier Betten. So. Jetzt ist die Frage, diese Sitzbank hier, wenn man den Tisch quasi einklappt, ja, wir haben hier vorne zwei Einzelsitze und die Sitzbank gibt es auch mit Anschnallgurt, dass man die Sitzbank nutzen kann als Anschnallgurt. Wisst ihr, was ich meine? Also quasi, dass man die Sitzbank auch als Fahrersitz nutzen kann, als Beifahrersitz, ja? So. Gibt es Allround-Lösungen, wo ich die Sitzbank ausbauen kann als Bett, ähnlich wie das hier? Sprich, ich ziehe den Sitz hier quasi nach hinten, klappt den Tisch ein, das wird zu einem Bett. Gibt es das? Generell, das gibt es, oder? Zwei Sitze, ich kann die Sitzbank zu einem Bett umbauen. Das heißt, wir hätten hier ein Bett, plus nochmal 3 und 4, oben als Dachzelt on top. So, hier ist eigentlich alles drin. Ja? Hier hätten wir theoretisch eine Duschwanne, hier hätten wir ein WC, hier hätten wir einen kleinen Kleiderschrank und die Sitzbank. So, jetzt könnte man halt überlegen, ob man diesen Platz hier noch irgendwie... entweder verwendet für irgendwas anderes und hier, also mein Plan ist jetzt folgender, hier eventuell, imagine einfach, mit Bildschirmen, die von der Decke hängen, hier und hier ein Gaming-Setup und der PC ist halt hier irgendwo, wisst ihr, was ich meine? So jetzt mal auf ganz, ganz dumm basismäßig, ne? So hier hat man dann quasi zwei Bildschirme, die man runterklappen kann, von der Decke. Zack, von der Decke runter zum Streamen, ja? Versteht ihr, was ich meine? Das wäre halt wirklich... wirklich krass. So. Dann könnte man auch überlegen, ob man eventuell nicht sogar das Gaming-Setup hier vielleicht sogar hinmacht. Also quasi nochmal sagt, so, ich, keine Ahnung, geh hin und pack mir hier nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wir haben ja da die Dusche letztendlich, ne, also das wäre halt alles da. Warum ich auch vier Plätze brauche, erkläre ich gleich auch nochmal. In der Theorie könnte man ja sogar sagen, man macht, weiß ich nicht, man sagt, pass mal auf, man macht hier halt noch irgendwie Stauraum hin. Hier halt einen Schreibtisch, einen kleineren so und hier nochmal einen Stuhl, wisst ihr, was ich meine? Und dann hätte man hier halt die Möglichkeit auch nochmal das Ganze als Gaming
Ecke, Streaming-Ecke zu machen. Ne? Zu wenig Stauraum. Mehr wäre halt zum Beispiel hier, hier wäre noch und unter dem Ding ist ja auch noch Stauraum, ne? So. Das Bett hochklappbar, wäre auch eine Idee. Wäre auch eine Idee. Also, ich bräuchte 4 Schlafplätze, beziehungsweise 3. Ich will unbedingt ein Dachzelt haben. Ich habe darin einmal gepennt, ich fand das richtig, richtig geil. Es ist richtig, richtig geil, weil ich das sowieso als Sommerprojekt sehe, ne? Und wenn man dann halt im Winter fährt, ja, dann bleibt das Dachzelt halt zu. Dann fährt man damit halt nicht. Nanu und Schwarzenegger, danke für eure Subs. So. Idee ist jetzt folgende. Man nimmt quasi Tobi, Leo und mich und ich penne dann halt oben. Tobi hat hier sein Bett, Leo hätte hier sein Bett. Man packt das Ganze aus, ne? Wir haben hier eine Duschwanne, WC, kleine Küche drin. Und dann möchte ich folgendes haben. Ich hätte gerne hier oben, hier hätte ich gerne GoPro mit einem Kugelstativ, mit einem Kugelkopf, die einmal in diese Richtung hier filmt und einmal in diese Richtung. Das heißt, man kann die nach vorne machen und nach hinten. Das heißt, man könnte so quasi on the road streamen, ne? So, dann könnte man nach hier noch eine Kamera hinmachen und eventuell hier noch eine Außencam, die dann halt dafür da ist, wenn man dann halt hier irgendwie, weiß ich nicht, grillt oder sowas, ne? So, das müsste man halt überlegen. Das ist so ein bisschen der Plan, Leute. Ne? Also man muss natürlich jetzt gucken, wie man das hinbekommt, aber ich glaube tatsächlich, dass das in einem XXL-Sprinter, der hat 6 Meter irgendwas Länge, also, ne? Das sehe ich ja, das sehe ich ja. Betten über dem Fahrersitz. Nee, 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 also pass auf, was da noch dazu kommt, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Was da dazu kommt, ist halt das hier. Damit ihr eine Vorstellung habt, wo ich dann quasi pennen würde mit Akani. Ach, Digga. Ne? Wäre dann halt quasi... Ja, letztendlich hier sowas. Das ist dieses Hümer-Ding, das wäre Traum. Das gibt es leider noch nicht, das gibt es leider noch nicht zu kaufen. Aber halt hier ein Dachzelt, ne, was sogar verbunden wäre mit dem ganzen Aufbau. Also das hier zum Beispiel, hier das hier ausgefahren, sähe dann letztendlich so aus. Wäre halt oben noch ein Dachzelt, ne? Genau. Und ich brauche Tobi und Leo auf jeden Fall für die Tour. So. Das wäre meine Idee, ja, und dann jetzt mal ganz kurz, Leute, ich muss euch mal ganz kurz zeigen, es gibt so geile Sprinter-Vans. Ja, also, Digga, kann man nicht sagen, dass so eine Karre nicht einfach sexy ist, Leute. Schaut mal bitte. Ja, mit einem Dachzelt on top noch, guckt mal, wie geil das aussieht, Leute. Das ist insane, ne? Klar, und man muss natürlich beachten, hier müssen eine Menge Batterien, Tanks, Wassertank und alles, ne? Da muss alles rein, ja? Und ich glaube tatsächlich, also all in all ist man da sicherlich bei einem Ding von 150.000 bestimmt für das ganze Ding, ne? Muss man mal schauen. Es gibt ja fertige Sachen, von Hümer zum Beispiel, fertig umgebaut. Ich glaube tatsächlich, dass das nur sinnig wäre, wenn man das angeht als der komplett behindert, wenn man das wirklich halt angeht als Selbstbau. Also ich glaube nicht, dass ich von der Stange da irgendwas finde, ne? Brabus Sprinter, Junge, ganz wild. Genau, warum kein Wohnmobil, war jetzt oft die Frage. Ich sag's euch, ich finde ein Wohnmobil, wir haben einen von Hümer oder 163.000, ja, ob es jetzt 150 oder 100 oder 200.000 sind, ne, es ist halt eine Anschaffung fürs Leben, sage ich ganz ehrlich. Warum kein Wohnmobil? Ich finde, Wohnmobile sind einfach zu sperrig, ich finde, Wohnmobile sind zu breit, mit so einem Sprinter kann man sich noch durch die Stadt bewegen und ganz wichtig, ich habe keinen Bock, einen LKW-Führerschein zu machen. Das ist so für mich der Hauptaspekt. Digga, was ist denn jetzt hier los im Chat? Ja, moin. Da kommen wir eine ganze... Deshalb tatsächlich kein Wohnmobil. So.